Die typische Raucherkarriere beginnt früh. Der erste Griff zur Zigarette findet im Schnitt zwischen 12 und 17 Jahren statt. Der größte Anreiz? Dazu zu gehören, erwachsen wirken, verbotene Früchte probieren. Genauso wie der 16-jährige Daniel rauchen etwa 12% aller Jugendlichen. Selbst wenn die erste Zigarette nicht schmeckt und im Hals kratzt, sie wirkt. Über die Lunge aufgenommen, erreicht Nikotin in nur 7 Sekunden das Gehirn und setzt sich an bestimmten Rezeptoren fest. Dadurch werden Botenstoffe wie Dopamin, Serotonin und Endorphine freigesetzt. Das Feuerwerk im Gehirn sorgt für einen kurzen Glücksrausch. Schon eine Zigarette am Tag kann innerhalb von nur 4 Wochen zur Abhängigkeit führen. Denn der Körper gewöhnt sich an die Droge Nikotin. Nikotin ist ein stark wirkendes Nervengift, macht genauso schnell abhängig wie harte Drogen und es ist noch schwieriger, wieder davon loszukommen. Der Unterschied zu harten Drogen? Dem Nikotin fehlt die sogenannte psychotoxische Wirkung. Das heißt, Nikotin verändert im Gegensatz zu harten Drogen nicht die Persönlichkeit des Süchtigen. Der Abhängigkeitsmechanismus funktioniert aber genauso wie bei harten Drogen. Regelmäßiger Nikotinkonsum verändert die Gehirnstruktur. Die Rezeptoren, an welche das Nikotin andockt, vermehren sich in wenigen Tagen. Der Körper verlangt so nach immer mehr Nikotin und der Raucher muss die Dosis erhöhen. Er ist süchtig. 10 Jahre später. Aus dem neugierigen Teenager Daniel ist ein Gewohnheitsraucher geworden. Er greift nicht nur zur Zigarette, wenn der Körper nach Nikotin verlangt. Auch bei bestimmten Tätigkeiten, zum Beispiel zum Kaffee am Morgen, gehört die Zigarette jetzt einfach dazu. Gerade nach dem Essen schreit der Körper nun nach einer Zigarette. Der Grund? Rauchen regt den Stoffwechsel an. Auch auf die Magen-Darm-Bewegungen hat das Nikotin eine direkte Wirkung. Es beschleunigt die Verdauung. Bei Stress und Hektik hilft der Glimmstängel Daniel scheinbar, Anspannung abzubauen. Allerdings nur für kurze Zeit. Um diese positive Wirkung immer wieder zu spüren, greift Daniel immer öfter zur Zigarette. Schnell ist er so bei einer Schachtel am Tag. Kommt Alkohol dazu, werden aus einer Packung Zigaretten auch mal 2. Denn Alkohol wirkt an denselben Rezeptoren wie Nikotin. Er blockiert diese, was dazu führt, dass man mehr rauchen muss, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Kann Daniel mal für längere Zeit nicht rauchen, zum Beispiel in einer Konferenz, wird er nervös. Sein Körper reagiert mit Entzugserscheinungen. Dazu gehören Schwitzen, Zittern, Magenbeschwerden und Kopfschmerzen. Der Grund? Die vermehrten Nikotinrezeptoren im Gehirn wollen gefüttert werden. Sobald für längere Zeit kein Nikotin andockt, verlieren die positiven Botenstoffe ihre Wirkung. Der Raucher hat sich aber an die regelmäßige Ausschüttung von Dopamin, Serotonin und Endorphinen gewöhnt. Deshalb rebelliert der Körper. Die Entzugserscheinungen treten auf. Obwohl Daniel mit 26 Jahren noch ein junger Mann ist, bekommt er schon jetzt die ersten Auswirkungen seines Nikotinkonsums zu spüren. Ihm geht schnell die Puste aus. Seine Haut wird unrein. Durch das Rauchen verengen sich die kleinen Blutgefäße in der Haut. Die Hautzellen werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und anderen wichtigen Nährstoffen versorgt. Der Alterungsprozess der Haut wird beschleunigt. Auch auf den Geschmackssinn haben das Nikotin und andere giftige Inhaltsstoffe der Zigarette eine direkt schädigende Wirkung. Die Geschmacksnerven stumpfen ab. Nichts schmeckt mehr richtig. Diese körperlichen Kurzzeitschäden würden sich allerdings schnell wieder bessern, würde Daniel aufhören zu rauchen. Das stärkste Gift in der Zigarette ist das Nikotin. Der Nikotinrohstoff aus der Tabakpflanze ist tödlicher als Zyankali oder Arsen. Nikotin gelangt als Gas in die Blutbahn und schädigt das komplette Gefäßsystem des Körpers. Die Arterien ziehen sich zusammen, der Herzschlag erhöht sich. Mögliche Langzeitfolgen durch verengte Gefäße? Herzinfarkt. Wer pro Tag eine Schachtel Zigaretten raucht, nimmt im Laufe eines Jahres nicht nur Nikotin, sondern auch ein ganzes Glas Teer zu sich. Der Teer in der Zigarette verwandelt sich beim Abbrennen in ein zähes Kohlenwasserstoffgemisch. Dieses gelangt beim Einatmen in die Bronchien, deren Oberfläche mit feinen Flimmerhärchen überzogen ist. Der Teer verklebt die Flimmerhärchen, es kommt zu Entzündungen und dem typischen Raucherhusten. Ein weiterer gefährlicher Stoff beim Rauchen, Kohlenmonoxid. Das ist das gleiche Gas, das auch bei der Benzinverbrennung entsteht.
Es gelangt mit jedem Zug an der Zigarette in die Lunge. Dort setzt sich normalerweise der Sauerstoff, hier blau, an den roten Blutkörperchen fest und gelangt so ins Blut. Beim Rauchen besetzt das Gas Kohlenmonoxid die roten Blutkörperchen. Es wird nicht mehr die volle Menge Sauerstoff aufgenommen. Es kommt zur Unterversorgung der Organe. Die Folgen sind Schlaganfall, Herzinfarkt und Krebserkrankungen. Weitere 20 Jahre später. Daniel ist Kettenraucher. Den jahrzehntelangen Zigarettenkonsum sieht man ihm deutlich an. Seine Haut ist fahl, sein Körper schlaff. Jede gerauchte Zigarette hat sein Leben um gut 5 Minuten verkürzt. Wie die Hälfte aller langjährigen Raucher wird auch Daniel an den Folgen des Zigarettenkonsums sterben. Typische Raucherkrankheiten, chronische Bronchitis durch den Rauch, Raucherbein durch die fehlende Sauerstoffzufuhr und Krebsgeschwüre in den Nieren, der Blase, dem Magen und der Lunge. Und stark verfärbte Zähne und Finger. Weltweit sterben derzeit jährlich etwa 6 Millionen Menschen an den Folgekrankheiten des Rauchens. Das sind mehr als durch Unfälle, Krebs, AIDS und andere Drogen zusammen. Die gute Nachricht? Es rauchen immer weniger Jugendliche. Die Zahl sinkt von Jahr zu Jahr und liegt heute bei nur noch 12%. Auch die Erwachsenen greifen immer weniger zur Zigarette. Weiter so.